die Assad-Truppen von diesem Dorf nicht so weit weg wohnen, wird hier massiv bombardiert. Ihr seht hier, ein ganzes Dorf ist zerstört. Schaut euch das an. Rundherum. Komplette Wohngebiet liegt in Schutt und Asche. Die Häuser sind unbewohnbar. Hier nochmal eine Nasiha an meine Geschwister aus Deutschland. Eine Ermahnung. Der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam sagte, das Gleichnis der Gläubigen in ihrer gegenseitigen Freundschaft und Barmherzigkeit sowie ihrem Mitgefühl füreinander ist wie der Körper eines Menschen. Wenn ein Glied leidet, so leidet der ganze Körper an Schlaflosigkeit und Fieber. Bukhari, Muslim. Liebe Geschwister, unsere Geschwister leiden in Syrien. Unsere Geschwister werden bombardiert in Syrien. Unsere Geschwister werden abgeschlachtet, entehrt. Sie leiden und wir müssen mit ihnen leiden, denn wir sind eine Umma und wir sind wie ein Körper. Wenn ein Teil leidet, so leidet der Rest des Körpers gleich mit. So hat der Prophet alaihi salatu wassalam es gesagt. Allahu Akbar. Das ist ein unbeschreiblicher Anblick hier. Vielleicht sieht man das nicht so gut durch die Kamera. Kompletten Wohngebiete, egal wo ich hinschaue, sind bombardiert. Allahu Akbar. Möge Allah